Hallo Marco, freut mich, dass du auch als Produktetester mitmachen willst. Deshalb hier mal noch eine kleine Kurzerklärung, eine kurze Bedienungsanleitung von deinem neuen REMF Charger. Die Vorgeschichte von dem Akku kannst du in dem Video vorher sehen, wenn du möchtest. Und an der Stelle will ich mal hier weitermachen. Mal gucken, ob wir hiermit auch was zustande bekommen. Also einschalten ganz normal. Jetzt sind wir hier schon bei 1,4 Volt. Die hatte ich vorhin schon ein bisschen geladen. Und hier, wenn man den rechten lange gedrückt hält, also nicht den linken, wie ich im ersten Video gesagt habe, sondern den rechten, und dann hier meinetwegen lang drauf gedrückt hält oder nur einzeln drückt, kann man hier dann in der Voltzahl runtergehen. Ich gehe erstmal so auf, ja, sagen wir mal 1,8 Volt. 1,7 Volt ist normalerweise die Ladeschlussspannung von den Nickel-Metall-Hydrid-Akkus, aber der war hochohmig gewesen. Ich musste schon beim anderen Ladegerät mit einer anderen Voltzahl rangehen. Dann mache ich das hier auch erstmal so. Da braucht erstmal noch ein bisschen Refreshung. So, und jetzt sehen wir hier, dass wir hier auf 16 Volt momentan sind. Hier drauf drücken. Also auf hier den hier drauf drücken. Dann kommt man unten ins Menü. Nochmal drauf drücken, dann kann man die Voltzahl einstellen. Da gehen wir mal hier vorne auf. Halt. Hier muss man dann runterdrehen. Soweit, bis wir hier auf, fahren wir mal mit 4,51 Volt. Das müsste eigentlich passen. Und dann einschalten. So. Und er funktioniert und er hat schon die 1,8 Volt erreicht von unserer Ladeschlussspannung. Da müssen wir hier auch erstmal ein bisschen höher gehen, so wie es aussieht. So, gehen wir hier auch mal auf 2,4 Volt hinauf. Mal gucken, wo wir eigentlich sind dann. Wie viel? 400 Milliampere, 450 Milliampere. Gut, geht auf 1,8 Volt erstmal hinauf. Also ja, hat vorhin also abgeschalten, weil wir 1,8 Volt eingestellt hatten. So sollte es sein. So, jetzt lassen wir den hier mal noch ein paar Sekunden dran, weil den müsste ich nämlich jetzt langsam mal entladen. Den habe ich vorhin nur mal eine halbe Stunde, gut, eine Viertelstunde mit dem anderen Ladegerät mit 500 mAh bepulst. Mal gucken, ob er es auch ungefähr eine Viertelstunde die 500 mAh rausholen kann. Was ich mal nicht vermute. Mal schauen. Gucken wir mal. Ist ja nur der erste Durchgang. So, also können wir den hier wieder ausschalten erst einmal. Und dann gucken wir mal, ob das mit dem Entladen hier drüben auch funktioniert. So. Da die Schaltung hier drin eine extra Stromversorgung hat, muss man einen Netzstecker dran lassen. Und dann hier vorne ist nochmal ein extra Einschalter dafür. So, dann fährt das hier hoch. Und dann kann man hier, wenn man hier auf Minus drückt, die Entlade, also bis welcher Voltzahl er maximal entladen soll. Und wir wollen hier bis 0,7 Volt runter, weil das die maximale Schlussspannung praktisch von Nickel-Metall-Hydrid-Akkus ist. Auf OK klicken. Und dann dürfte er schon loslegen. Jawohl, dann legt er schon los. 149 Milliampere zieht er praktisch, müssten 7,5 am oben Widerstand eingebaut sein. Und bei, ja, der Voltzahl bei einem Volt um die 150 Milliampere zieht er praktisch raus. Und na, wann haben wir unsere erste Milliamperestunde sozusagen? Jetzt haben wir unsere erste Milliamperestunde. Ja, der entlädt den jetzt praktisch bis 0,7 Volt. Und bin mal gespannt, wie viel Milliampere drin sind. Eine Viertelstunde mit REMF-Charger geladen, war komplett nieder gewesen, hochohmig. Geschichte kannst du ja im vorigen Video angucken von dem Akku. Und mal gucken, was jetzt schon eine Viertelstunde Behandlung gebracht hat. Sieht gar nicht schlecht aus bis jetzt. Schon 2 Milliampere-Stunden drin. Bis gleich. Ja, ist doch halbwegs im Rahmen. Ja, ungefähr 10 Minuten haben wir sie geladen mit ungefähr 500 mAh und 81 mAh. Hat er jetzt gemessen, bis er 0,7 Volt erreicht hat. Ist voll in Ordnung, finde ich. Okay, so. Hast du mal im Kurzdurchgang
Testdurchgang gesehen, wie es funktioniert. Du kannst das Teil, halt, das habe ich wieder eingeschalten, du kannst das Teil getrost hier oben dran anpacken. Ne? Also die Schrauben hier sind fest genug drin, dass das alles hält. Hier an der Seite kannst du es zwar anheben, aber da mal bitte nicht dran rumtragen, weil hier, das habe ich nicht verschraubt, das ist nur verklebt. Zwar mit super starkem Kleber, aber muss ja nicht sein, dass es zu sehr strapaziert wird. Hier sind nämlich die spannungsführenden Teile, also die lebensgefährlich spannungsführenden Teile, drin von der Ladeabschaltung, die dann praktisch das Netz abschaltet. Ja. So, gut, habe ich alles dazu gesagt. Ja, hier, falls du mal verkehrt rum vorne was anschließt, kommt hier dann die Sicherung. Hier ist normale Kfz-Sicherung drin, 7,5 oder 5 Ampere kannst du reinmachen, wie du lustig bist. Irgendwas zwischen 5 und 10 Ampere, auf alle Fälle. Okay, gut, dann viel Spaß euch beiden. Ja, über Feedback würde ich mich immer freuen, egal ob positiv oder negativ. Negativ ist sofort auf alle Fälle melden, ne? Weil das muss ja dann behoben werden für die nächsten Ladegeräte. Und über Positives würde ich mich natürlich auch freuen. Kontaktdaten habe ich ja mitgeschickt. Viel Spaß damit.